töte sie doch nicht, wenn sie da runterfällt. Dann kriegen wir die Feder nicht. Ja, spring ich da gleich hinterher. Und dann stirbst du. Da eh runter. Gar nicht. Wie runter? Wir müssen auch noch runter? Zu Fuß? Ja, klar. Jetzt habe ich sie eingesammelt. Na toll. Einen neuen habe ich jetzt. Ja, die paar hier töten wir noch. So, und jetzt hauen wir ab. Jetzt hauen wir einfach. Jetzt ist der richtige Moment zum Abhauen. Bin weg. Wuhu. Punktlandung. Ich bin schon zu Hause. Oh. So, was mussten wir jetzt noch besorgen? Alles. Ich gehe mal runter und versuche irgendwas zu töten. Die Wall of Flash oder so. Nee. Wall of Flash? Ich weiß nicht. Habe ich falsche Material, falsche Ausrüstung dabei? Ich auch. Nein, Moment, ich habe keine andere Ausrüstung. Wir können loslegen. Nein, Moment, ich muss erstmal ein paar Pfeile kaufen. Außerdem bräuchten wir auch ein bisschen Adamantin später. Ja. Denn ich brauche ja auch noch so eine tolle Rüstung. Kriegst du noch. Alter, wie weit die Pfeile auch geflogen sind, ist ja ein Hammer. Ehrlich. Merk mal, wie schlecht du zielen kannst. Das heißt ja nicht, dass die nichts getroffen haben. Die gehen ja durch die Pfeile hindurch und treffen dann gleich das nächste. Spring in die Lava, ich bin heute echt gut drauf. Ja, was machst du denn nur? In die Lava, freiwillig in die Lava springen. Ja, aber wieso? Weil es warm ist. Bei dir ist es warm? Ja, also in der Lava. Ja, was interessiert es einen denn, was in der Lava ist? Ja, Leute wollen auch wissen, wie bei dir das Wetter ist. Schlecht. Im Moment schlecht. Es regnet. Okay. Das klingt gut. Mich auch, aber halt, ne? Meisten würden jetzt sagen, was ein Dreckswetter. Aua. Aua, aua, aua. Geh weg. Nein, 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 nein. Tot. Yay. Chaos Elementar hat dich vernichtet. Woo. Ich hasse die Teile. Die sind echt ätzend. Weil die auch immer wegspawnen. So, noch 49, dann hab ich's. Hab ich einmal mein ganzes Munitionsdings vollgedingst mit Pfeilen. Ui! Ui. So, 1000 ich Muni sollte reichen fürs Erste. Fliege gerade. Ich bin oben am Ende der Map angekommen. Wieso bist du oben am Ende der Map angekommen? Weil ich ein Gravity Potion getrunken habe. Bist du von allen guten Geistern verlassen? Ja, gute Dü. Ui! Aber vielleicht finde ich ja so noch so eine fliegende Bums. Haben wir keine Dinger mehr? Keine Puppen? Ich meine nicht. Die meisten habe ich weggeschmissen. Wieso hast du sie weggeschmissen? Also so ein paar gibt's noch, aber halt ein paar habe ich rausgeschmissen. Ach, müssen wir wieder alles selber machen. Alles muss man selber machen. Ja, ist ja so. Dann ärgern wir halt nochmal ein bisschen die Wall of Flash in der Hoffnung, sie droppt irgendwelche tollen Waffen. Aha. Und dann mal gucken. Yay, ich krieg keinen Fallschaden mehr. Yay, wieso? Weil ich jetzt dieses Lucky Horse Teil da hab. Jetzt hast du es. Ja. Gratuliere. Danke. Ach, warst du auf einer anderen Insel oder was? Ja, ich bin da gerade hingeflogen. Boah, du bist so ein Ton, ne? Könntest ja mal sagen, was du tust. Hab ich doch, ich hatte einen Gravity Potion getrunken und dann bin ich erstmal fliegen gegangen. Ja, aber wusste ich, dass du tatsächlich fliegen gehst? Wow, das war doof. Ne? So. Nein, jetzt verfolgt mich das Teil auch noch. Solange es mir nicht in die Hölle folgt, ist es okay. Wer weiß, also es ist auf jeden Fall, hat es mich gerade umgebracht. Na gut, das ist nicht schwer. Das kann ich auch mal.
zwar nicht ganz so toll, wie manch andere Mobs das können, aber ich kann's auch. Ja, ja. Ja. Bist du noch fleißig dabei? Ich weiß nicht. Die Wall of Flesh gerade zu töten. Noch habe ich's nicht gespawnt, weil ich noch keine Puppe hab. Oh, ich dachte, du wärst ja schon am Kämpfen. Nee, jetzt wollte ich dich schon unterstützen, komm. Na, hat noch nie mal angefangen. Nee, ich wollte dir auch was überlassen, ne? Dabei gibt's doch welche in der Truhe. Ich habe keine gesehen. Mensch. Jetzt kommt hier kein Dämon mit einer Puppe. Ist doch nicht wahr. Ah, da war eine Dämonensichel. Da ist einer meiner Puppe. Yay. So, Guide Voodoo Doll. Verrecker. So, wo ist er? Viel Spaß. Da ist er. Uah, Hilfe! Hilfe! Nö, kein Bock. Hilfe! Hilfe! Bist du denn ungefähr beim Eingang oder wo bist du? Beim Eingang und dann nach links. Kann grad nicht, hier ist Adamantit. Erst fleißig abgebaut werden. Einmal mit Profis. Hey! Was denn? Adamantit geht vor. Sagst du? WTF, was ist das denn hier alles? Was denn? Das waren. Haben dich wieder die Illuminaten erwischt, ja? 7 Gegner auf einmal, deswegen. Ja, das ist manchmal echt schon unfair. War ein bisschen viel zu. So, also nach links, ja? Ja. Yep. Oh, halt erstmal den Lucky Horseshoe hier anziehen. Denn dadurch kriege ich keinen Fallschaden mehr. So, testen wir das nochmal aus, ob ich jetzt tatsächlich Fallschaden kriege. Jetzt falle ich einfach mal den kompletten Feuerstuhl rund. Okay, jetzt bin ich am Eingang, glaube ich, vorbei. Also jetzt nach rechts. Glaube ja. Okay. Du müsstest da von hinten die Wall of Flash erwischen. Hey, die zieht mich dann, glaube ich, nach vorne. Patsch. Jo, kriegt tatsächlich keinen Fallschaden mehr. Also hier sind auf jeden Fall schon mal Pfeile. Mit einsammeln, mitnehmen, die kann ich brauchen. Und Gold. Also, so. Noch mehr Pfeile. Und sie ist down. Yay. Habe ich auch mal die Wall of Flash ganz alleine getötet. GZ. Danke, danke, danke. GZ. Aua, geh weg. Und drin ist ein Pornhammer. Yay! Wieder etwas, was ich verlieren kann. Yay! Also sonst ist hier nichts. Doch, den Laserwifel habe ich bekommen. Yay! Yay! Besitze nun wieder einen Pornhammer. Yay! Ich habe jetzt hier, ne? Pass auf. Ui. So. Jetzt brauche ich nur etwas, das Mana regeneriert. Dann ist... toll. Was denn? Nix. Du und Mana weg. Ja, ich und Mana weg. Ich bin lustig, ne? Ja. So, ich schaue jetzt nochmal, ob es hier tatsächlich keine Dings mehr gibt. Und wir haben exakt 4 Puppen noch. Wow. Die du alle übersehen hast. So, bleib da unten. Ich hole die 4 und dann spawnen wir jetzt 4-mal hintereinander die Wall of Flash. Moment, ich komme erstmal wieder zum Zentrum hin. So, einfach nur um so gemacht, ne? Ordentlich einen drüber zu geben. Weil sie uns so geknechtet hat. Ja, einfach nur, ne?
Weil sie mich in der Vergangenheit so geknechtet hat. Weil wir halt auch noch die eine Waffe haben wollen. Ist denn ein Guide schon wieder da? Guide ist schon wieder da. Gut. Ich meine, den auch gesehen zu haben, war mir jetzt aber nicht sicher. Gehen wir wieder nach links oder was? Dann kann ich nur ein paar Pfeile einsammeln. Einfach runterschmeißen und gucken, aus welcher Richtung sie kommt oder nicht. Die kommt aus der Richtung, in der du in dem Moment guckst. Aha. Meinst du? Ja. Okay. Was denn du? Ich bin gerade runtergefallen. Achso. Bin unten angekommen, wo bist du? Bin hier. Ja. Was hast denn du da schon wieder am Hacken? Alles. Hast du schon wieder Fans, ja? Die von dir wollen, dass du Warcraft 3 mit mir zockst. Ja, also soll ich das jetzt hier runterschmeißen? Nicht da runter, aber halt, ne? Oder wohin jetzt? Oh, irgendwo hier am nächstbesten Lavasee, der offen ist. Also hier. Na, da willst du nicht runterfallen. Also was jetzt? Kannst es versuchen, da runter zu schmeißen, aber es wird nicht funktionieren wahrscheinlich. Weil du nicht treffen wirst. Okay, jetzt. Macht man das Ding halt ein bisschen größer und dann trifft man auch. So, Peilung. Aber yay, ey. Party! Party! Yay. Yay! Mach meine alte Taktik. Ich krieg dich, ich hab dich schon mal gekriegt. Ich geh voll in den Nahkampf. Oh, du Nahkämpfer, ey. Voll der Nahkämpfer. Ich kann schon irgendwie gar nichts mehr. Das ist schon erschreckend. Ne? Ja. Oh, jetzt wird den hier wieder. Also auch ihre normalen Angriffe machen in der Regel 1-5 Schaden. Ja, ist halt so, wenn man im Gear voranschreitet. Ja, schon so krass, wir haben ja noch nicht so unglaubliches Gear, obwohl wir haben eigentlich schon also fast du das Beste. Bist schon, ne? Besser geht gar nicht. Endstadium so, da geht's down. Und was haben wir drin? Was haben wir drin? Was haben wir drin? Ein Breaker Blade, nur für dich. Guck mal, ich hab das Spiel geglitscht. Ach, schön. Du bist in der Wand. Du leuchtest. In der Wand. Komm ja auch nicht raus. So, nehme ich das andere Pornhammer auch mit, einfach weil sicherheitshalber. Was nimmst du mit? Das andere? Das andere. Okay. Ist jetzt das Breaker Blade besser als das Adamantit-Schwert? Klar. Viel cooler aus. Auf jeden Fall. So, und jetzt spawne ich das Teil in die andere Richtung. Moment. Ist der Guide schon da? Ja. Vorhin gespawnt. Friss deine Laserwaffe! Friss sie! Piu, 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 piu! Ich? Oh, leer. Keine Pfeile mehr. Das frisst echt Mana ohne Ende, ne? Ja. Schnauze. Muss die hier gerade im Nahkampf kühlen. Weißt du, was hat denn da ist? Ja? Ein Stück Holz hingetan. Ja, ich hab keine Ahnung, das warst du bestimmt. Ja, das ja. Du immer. Nee, aber was ich sagen wollte ist, weißt du, kaum ist die Wall of Flesh weg, spawn Monster ohne Ende. Und wenn sie wieder da ist, dann sind auch wieder keine Monster da. Ist halt Bossfight wahrscheinlich. Absicht so, dass halt im Bossfight nichts so großes spawnt, das halt